Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal heute wirklich der allerletzte Teil der Schminksammlung, Teil 8. Ja, das werden wir jetzt schaffen, beziehungsweise ich. Der letzte achte Teil meiner Schminksammlung, wie gesagt, ich wollte das ja eigentlich am Anfang auf 2, 3 Teile abdrehen, aber das war unmöglich, wenn ihr die letzten 7 Teile gesehen habt. Wenn nicht, bitte unbedingt unten in der Infobox vorbeischauen, da verlinke ich euch alle Teile, ja, von 1 bis 7. Und es gibt eine riesige Verlosung jetzt nach dem achten Teil auf Instagram. Ich werde ganz, ganz viele Pakete zusammenstellen. Ich habe in den letzten 7 Teilen schon super viele Sachen zur Verlosung dazu getan. Aus meiner Schminksammlung überwiegend komplett neue Produkte und auch Produkte, die ich nur geswatcht habe am Handrücken, am Handgelenk und nicht im Gesicht aufgetragen habe. Das heißt, ich stelle Pakete zusammen, nur neue Sachen und auch Pakete, wo nur geswatchte Sachen drinnen sind. Also wenn ihr mitmachen wollt, lasst mir gerne hier ein Abo da. Kommentiert hier unter der Schminksammlung und auch bei den anderen 7 Teilen. Das ist die Voraussetzung, mitzumachen. Ihr müsst also bei allen 8 Teilen jeweils einen Kommentar hier unten dazu schreiben. Plus ein Abo und mir auf Instagram auch folgen, weil die Verlosung findet auf Instagram statt. Und auf Instagram dann, wenn es soweit ist, unter dem Post schreiben, dass ihr gewinnen möchtet. Und dann werde ich das prüfen, ob ihr auch hier unter jedem Video kommentiert habt, mir ein Abo dagelassen habt, mir auch auf Instagram folgt und auch da natürlich kommentiert habt. Folgt mir am besten gleich, dann seht ihr nämlich, wenn die Verlosung losgeht. Wenn ich jetzt den letzten Teil abgedreht habe, werde ich morgen alle Sachen zusammensuchen, die Boxen zusammenstellen und dann geht es demnächst los mit der Verlosung. So, und ja, damit es jetzt nicht wieder so lange dauert, schaut gerne Teil 1 bis 7 an, dann wisst ihr sowieso über alles Bescheid. Mache ich jetzt weiter. So, der letzte Teil, die letzten Produkte. Ich habe ja auch schon eine Pflegesammlung mal abgedreht. Das habe ich allerdings auf 2 Teile oder auf 3, ich glaube 2 Teile. Meine Pflegesammlung habe ich auf 2 Teile geschafft. Da ging auch eine Verlosung online. Die Gewinner haben ihre Pakete schon längst erhalten. Das war Ende letzten Jahres. Und schaut auch gerne bei der Pflegesammlung vorbei, wenn ihr sehen wollt, was ich für Pflegeprodukte habe. Natürlich, aktuell ist das Ganze schon wieder gestiegen und hat sich geändert. Das war jetzt die Pflegesammlung zu der Zeit noch, genauso wie das jetzt die Schminksammlung ist aktuell. Und ja, ich habe natürlich mittlerweile schon wieder neue Produkte Make-up-mäßig gekauft. Die habe ich jetzt hier nicht dazu getan. Also alles, was ich jetzt die letzten 5 Wochen bestellt habe, gekauft habe, Make-up-mäßig, befindet sich jetzt nicht in der Schminksammlung dabei dazu, weil da habe ich jetzt schon Hauls abgedreht und so, Beauty-Hauls, und habe das beiseite gepackt, damit ich irgendwann mal eine neue Schminksammlung wieder abdrehen kann. Ja, also wir machen weiter. Ich habe hier einen Nagellack von Max Factor, den man schon gar nicht mehr lesen kann, in der Farbe 155 Burgunder Crush. Der sieht auch schon sehr alt aus und geht auch nicht mehr auf. Den muss ich wohl wegschmeißen. Ist aber ein schönes Dunkelrot gewesen. Dann habe ich, habe ich hier von Maybelline den Super Ink Crayon. Da habe ich sehr, sehr viel. Das ist die Farbe 10. Trust Your... Moment hier. Kann ich gar nicht lesen. So, das hier. Und ja, der ist zum Rausdrehen. Ich habe hier von gestern, ich habe gestern Teil 7 abgedreht. Der ist ja schon online. Und guckt mal. Ich habe so viele Swatches gemacht mit Lippenstiften und so weiter. Und der hier ist bis jetzt immer noch nicht abgegangen. Ich habe heute schon geduscht, ich habe mir mehrmals die Hände gewaschen, ich habe gekocht, ich habe abgespült, also, und es ist immer noch vorhanden. Ich weiß nur nicht mehr, welcher das hier war. Gut, also zu diesem hier. Diese Maybelline Super Ink Crayons sind super, super gut. Ich habe aktuell auch einen dran, und zwar in einer anderen Farbe. Das hier ist jetzt die Farbe Nummer 10. Den mag ich jetzt nicht so, ich habe ihn auch verwendet. Ich werde ihn auch noch aufbrauchen, aber die Farbe ist jetzt nicht ganz so meins. Aber tolle Pigmentierung, tolle Geschmeidigkeit, lässt sich super auftragen, tolles Lippengefühl, also das ist Farbe 10. Und dann zeige ich euch mal, welchen ich gerade dran habe. Den habe ich hier drüben, also ebenfalls der in der Farbe 15, Leads the Way. Mein absoluter Lieblingslippenstift ist der hier. Guck mal, der ist hier schon fast aufgebraucht, den habe ich auch dran. Das ist, ja, das ist der obere. Also hier unten ist die 10, die ich euch gezeigt habe. Mag ich jetzt nicht so, aber werde ich aufbrauchen. Und der hier oben, das ist mein absoluter Favorite. Also das ist Farbe 15, Leads the Way. Habe ich gerade auch dran, aber nicht alleine. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr das. Ich trage hier die 15 immer einmal drumherum so als Kontur auf. Natürlich nicht als dünne Kontur. Ich male das auch
Also ich male es auf die Lippen und ein bisschen über die Lippen natürlich, damit es konturmäßig aussieht. Das ist jetzt die 15 und in der Mitte das glänzende Helle. Da nehme ich immer von der DM-Eigenmarke Alveda Naturkosmetik den Color in Care, so ein Pflegestift mit Farbe Nummer 02. Das ist die Nude. Den swatche ich euch hier auch mal. Das ist halt ein Pflegestift und das macht die Lippen halt dann auch toll, wegen der Pflege und von der Farbe her. Seht ihr, das ist der hier oben. Also ich mache den hier als Kontur und den hier rein und ihr seht ja, sieht man das? Ich habe jetzt hier einen Spiegel. Habe ich gerade noch einigermaßen frisch aufgetragen vor ein paar Minuten. Also ich mag das und ich sehe gerade, ich habe hier mein Ding hier gar nicht richtig verblendet irgendwie. Ja, gut, naja, ist ein bisschen zu viel Kontur jetzt geworden, aber Gott, sieht man das in der Kamera? Das sieht aber schon schlimm aus, finde ich. Na, ist jetzt auch egal. Also es sind auf jeden Fall meine zwei liebsten Farben. Und ja, so, dann geht es weiter. Dann habe ich hier von L'Oreal noch von L'Oreal Paris habe ich hier, ja, diesen hier, zeige es euch mal, das ist der hier, den habe ich noch nicht so lange, den habe ich vor kurzem erst irgendwie im November oder so bestellt, ich glaube, dass der neu war, und zwar hat er in der Mitte auch so ein Pflegeding, in der Mitte ist da so ein Pflegeding und drumherum die Farbe, ja, riecht halt wie so ein L'Oreal Lippenstift riecht, kennt ihr ja bestimmt. Den Duft, die riechen irgendwie alle gleich. Ihr seht ja, ich habe den auch ordentlich aufgebraucht. Also ich habe den im November bestellt, dann habe ich ihn auch täglich irgendwie verwendet. In der Mitte seht ihr, da ist so ein helleres Ding und drumherum die Farbe. Soll dann auch irgendwie so Pflege abgeben, aber ich finde, der ist halt nicht so gut pigmentiert. Also er ist super schön geschmeidig wie ein Pflegestift, hat noch so einen leichten Gloss, also so einen Gloss-Finish. Seht ihr hier oben, der ist so aprikomäßig, glossy-mäßig, aber ja, ich werde ihn aufbrauchen, aber dann nicht mehr nachkaufen, weil ist halt nicht so meine Farbe. Und ich habe es halt eher so richtig gut pigmentiert dann. Ja, dann hier sind irgendwie nur noch Lippenstifte übrig. Dann habe ich hier noch einen Augenbrauenstift von Yves Rocher, kann man schon nicht mehr lesen, so ein hellblonder Augenbrauenstift. Sowie von Tom Ford. Kennt ihr Tom Ford? Moment, sieht man das? Ja, Tom Ford. Von Tom Ford habe ich den Lip Color Matt Rouge in der Nummer 04 Pussycat. Und der sieht so aus. Ja, Tom Ford ist nicht gerade günstig. Der hat, glaube ich, 54 Euro oder so gekostet. Ja, also weiß ich jetzt, also ich bin mir sicher, dass er über 50 Euro gekostet hat. Und duftmäßig ist der sehr lecker. Also er duftet wirklich atemberaubend und ich muss auch gestehen, dass ich mir den schon das zweite oder dritte Mal in den letzten Jahren nachbestellt habe, ja. Also ich habe den schon das ist jetzt das zweite oder das dritte Mal sogar, ich glaube das dritte Mal, dass ich den habe. Ja, ist nicht gerade günstig, verwende ich aber auch nur zu speziellen Anlässen. Ich zeige euch mal die Farbe, ist eigentlich jetzt auch zu schade, den zu swatchen. Das ist aber eher so für den Herbst, Winter, also im Sommer trage ich diese Farbe nie. Ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt in diesem Herbst, Winter gar nicht dran hatte. Ja, weil ich alles hier, ne, überall reingeschmissen habe. Das ist die Farbe hier. Seht ihr? So ein Mauve-Ton, Pflaumenton nennt man das. Ja, der ist auf jeden Fall sehr gut pigmentiert, sehr geschmeidig, duftet sehr, sehr lecker. Und ja, mochte ich sehr, sehr gerne. Und ja, wie gesagt, die ganzen Produkte hier waren in sämtlichen Handtaschen, Kosmetiktaschen, Koffern, Kartons, Schränke, Badezimmer und so weiter. Und ich habe alles zusammengesucht, damit ihr auch die authentische Schminksammlung sehen könnt von mir. Genauso wie ich das bei meiner Pflegesammlung gemacht habe, wo ich alles überall rausgekramt habe. Ja, dann ist jetzt alles hier dabei. Also Nagellacke und dekorative Kosmetik, genau. Aber nicht die Alltagsprodukte. Also die Alltagsprodukte, die ich verwende, habe ich separat. Wenn ihr also Interesse an einem Video habt, wo ich euch nur meine, habe ich euch bei der Pflegesammlung auch schon gefragt, wo ihr nur meine tägliche Pflegesammlung sehen wollt, hält sich natürlich in Grenzen, und mein tägliches Make-up, was ich verwende, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann drehe ich euch auch noch meine tägliche Pflegesammlung, die ich so im Schrank habe, und mein tägliches Make-up ab, was ich halt so verwende, weil das ja jetzt allgemein das komplette Programm. Ja, dann habe ich von Manhattan hier noch den Make-up-Concealer. Den finde ich aber nicht so gut. Habe ich den denn jetzt? Ich glaube, den kann ich verlosen. Ja, den werde ich an euch verlosen. Den habe ich nämlich nur am Handrücken geswatcht. Schaut mal, das sieht hier auch noch richtig neu aus. Also da ist nichts daneben gebatzt oder so.
Und den habe ich noch nicht so lange, der ist jetzt noch von Dezember. Ja, sieht man auch, der sieht richtig neu aus. Hier ist noch nichts weg vom Logo oder sonst irgendwie abgenutzt. Den gebe ich zur Verlosung dazu, das ist die Farbe 001 Naturell, weil, ja, ist mir zu dunkel. Ja, man könnte denken, die Farbe 1 ist mir ist für mich passend, aber die ist mir zu dunkel. Habe ich am Handrücken geswatcht und dann habe ich es schon gesehen. Könnt ihr also mitmachen. Dann habe ich hier von Max Factor schon wieder einen Nagellack, so ein Fliederton. Ich glaube, der ist aber auch nicht mehr gut. So, wie, was haben wir hier? Nochmal von, oh, kann ich euch auch in die Box geben. Ist hier außen nur ein bisschen dreckig, mache ich natürlich alles sauber. Wie gesagt, hier ist alles reingeschmissen. Von der DM-Eigenmarke Alverde Naturkosmetik, der Color in Care, in der Farbe 43. Ja, da habe ich euch gestern, beziehungsweise in Teil 7 der Schminksammlung, schon zwei oder drei Color in Care dazugegeben, weil mein Liebster ist ja hier die 02, das ist die Nude, den ich auch dran habe. Und ich habe da dann trotzdem, nachdem der so toll war, sämtliche Farben ausprobiert. Leider sind alle anderen Farben, die werden dann dunkler, 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 rötlicher und so weiter. Und die sind mir alle zu dunkel für meinen Geschmack, also steht mir einfach nicht. Genauso wie auch hier die 43. Schaut mal, die habe ich nur einmal, man sieht es ja am Handrücken, nicht auf den Lippen, sondern am Handrücken geswatcht, weil ich dann schon sehe, dass es mir zu dunkel ist und deswegen kann ich den auch in ein geswatchtes Paket geben. Also die sind wirklich gut, die Color in Care, also pflegend, farblich, super gut pigmentiert. Ja, könnt ihr gewinnen. Dann zwei Produkte und ich glaube, ja, die werde ich beide an euch verlosen. Und zwar von der Marke, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Hypoallergenik. Schaut mal, neu verpackt, Hypoallergenik, zwei Augenbrauenstifte. Und zwar wollte ich, die sind vegan, und zwar wollte ich die ausprobieren, weil ich habe von diesem Hypoallergenik, habe ich euch auch gestern gezeigt, einen Augenbrauenstift schon gehabt, einen Kohlkajal zum Spitzen. Und dann habe ich gesehen, irgendwie habe ich dann die Farbe nicht gefunden, von dem oder den gibt es gar nicht mehr. Und da habe ich gesehen, dass es hier aber so präzise gibt. Und präzise Augenbrauenstifte finde ich ja noch besser als, als Kohlkajal Augenbrauenstifte zum Anspitzen, weil die halt dann dicker sind. Ich nehme jetzt auch diesen von NYX immer, diesen präzisen. Und das sind dann solche zum Herausdrehen. Deswegen dachte ich mir, ich probiere jetzt in diesen zwei Farben aus. Das eine ist 01 Light Blond, also 01 helles Blond und 02 Taupe Blond. Und ich habe jetzt hier Taupe drauf. Das wäre jetzt hier Taupe Blond. War mir aber dann nicht sicher, wie es dann aussieht und habe auch die, das Hellblond auch genommen. Ja. Aber das Problem ist, wobei ich weiß gar nicht, ob ich es verlosen kann. Ich weiß gar nicht, ob noch was drinnen ist, weil die Spitze ist abgebrochen. Also die sehen so aus. Ich zeige es euch mal. Das hier ist jetzt dieses Taupe. Ja, doch. Also seht ihr, hier ist noch was drinnen. Da muss man aber sehr, sehr vorsichtig sein. Moment, ich glaube, das ist nicht die abgebrochene. Ne, die ist noch komplett. Also Nummer 02 Taupe Blond, das ist das dunklere hier, ist noch komplett voll. Wenn ich es zudrehe, sieht man noch die Spitze hier oben. Habe ich nur einmal geswatcht am Handrücken. Oh, jetzt bin ich hier wieder dran gekommen. Ganz dünn aber nur, seht ihr? Ja, das ist mir aber zu dunkel gewesen. Deswegen kommt Taupe schon mal für mich nicht in Frage. Könnt ihr gewinnen hier mit der Originalverpackung 02 Taupe Blond. Und das Hellblond hatte ich ausprobiert und ich habe das nur ganz leicht rausgedreht. Ist hier überhaupt noch was drin? Oh nein, gut, also ich kann nur den einen an euch verlosen, weil schaut mal, da ist gar nichts mehr drinnen. Ja, kommt auch nichts mehr raus. Also die Spitze ist mir komplett abgebrochen. Ich habe den hier nur ganz leicht rausgedreht, geswatcht, nicht fest aufgedrückt, der ist komplett abgebrochen. Dann habe ich ihn wieder ein bisschen rausgedrückt, wieder abgebrochen, dann kam auf einmal die ganze Mine raus und ich habe mich so geärgert. Ja, also Nummer 01 Hellblond, hat aber glaube ich auch nicht gepasst farblich, das war dann irgendwie zu gelblich. Aber so ein Flop, ne? Ich habe beide bestellt, ausprobiert, der hier ging komplett kaputt, kann in den Müll und der hier ist dann zu dunkel. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr den hier gewinnen solltet, bitte aufpassen, vorsichtig rausdrehen, vorsichtig anwenden, ansonsten habt ihr wahrscheinlich das gleiche Problem. Aufgrund dessen würde ich den auf jeden Fall nicht mehr bestellen, selbst wenn die Farbe gepasst hätte, weil er eben ja, gleich kaputt gegangen ist. Aber der ist ja noch ganz, also vorsichtig sein beim Gewinnen. So, dann habe ich hier von Catrice Cosmetic diesen Plumping Gel Stick in der Farbe 50. Ist nur noch ein bisschen was drin. Das ist auch so ein schönes Hellrosa gewesen.
ja, für den Sommer eine tolle Farbe. Ist halt wie so ein Lipgloss, also ganz hell rosa. Aber ja, geduftet oder duften tut er einigermaßen gut. Nicht so schlimm, aber auch nicht so lecker. Kann man machen, aber nochmal würde ich mir den auch nicht nachkaufen. Aber ist halt, ja, ist halt so ein schönes Glänzen für den Sommer. So, meine Nase. Meine Nase läuft. Dann, was haben wir hier noch? Ach, hier sehe ich, ich habe dann auch nochmal von Maybelline. Das sind die drei Farben, die ich gekauft habe. Also einmal die 10 habe ich euch ja gezeigt. Dann 15 Lize Way, was ich drauf habe, den ich auch immer wieder kaufe. Nummer 10 ist jetzt nicht so mein Ding. Und dann habe ich auch diesen hier. Das ist jetzt ein ganz neuer. Habe ich nicht schon angebrochen. Den swatche ich euch jetzt nicht, weil den habe ich euch schon zweimal oder so in den letzten 7 Teilen gezeigt. Das ist die Farbe 30 Seek Adventure. Das ist nämlich der neue, den ich jetzt erst vor Weihnachten noch online bestellt habe. Den nagelneuen, der ist super pink und der ist super gut pigmentiert. Deswegen swatche ich den jetzt aufgrund dessen auch nicht, weil der ist so kräftig. Den kriegt man danach nicht mehr abgewaschen, auch auf den Lippen, wenn man den dran hat, sich abschminkt. Am nächsten Morgen habt ihr immer noch eine Verfärbung an den Lippen. Das ist bei der Nummer 10 und bei der Nummer 15, den ich dran habe, nicht der Fall. Aber bei dieser Nummer 30, Seek Adventure, ist ein Knallpink für den Sommer. Super schön, habe ich sie oft im Sommer dran. Deswegen freue ich mich schon wieder, wenn es jetzt Frühling, Sommer wird. Super gut pigmentiert, also vorsichtig sein. Habe ich euch aber schon geswatcht in irgendeinem der letzten Teile. Dann, was haben wir hier? Einen Soeva-Pinsel. Der von Soeva, dieser Fine Liner, da kann man Eyeliner ziehen, also so einen flüssigen Gel-Eyeliner eben. Dann habe ich hier schon wieder einen Max Factor. Ich habe super viele Max Factor und Astor, aber Max Factor und Astor habe ich irgendwie sehr, sehr viele Nagellacke, habe ich festgestellt, die letzten Male. Dann, was haben wir hier? Hier ist eben so ein Liner. Schaut mal, den verlose ich auch an euch, falls der jetzt noch gut ist. Den habe ich nie benutzt, der war irgendwo mal gratis dabei. Ja, was ist der denn? Das ist so ein Feinliner, ich glaube, für die Haut. Ja, schaut mal, das ist ein Orange. Ist noch komplett neu, habe ich nicht verwendet. Kann ich auch nicht gebrauchen. Es ist ein Liner für die Haut. Da könnt ihr euch Tattoos, was auch immer, auf die Haut malen. Ja, gut, Karneval ist jetzt dann schon vorbei, wenn die Verlosung losgeht und ihr die Sachen bekommt. Aber hält sich bestimmt noch, denke ich mal. Und ja, gebe ich euch auch mit dazu, ist nagelneu, kann ich nämlich nichts mit anfangen. Dann haben wir hier noch einen Art Deco Pinsel. Ich glaube, das ist so ein Foundation Concealer Pinsel gewesen. Es geht weiter von Smashbox. Oh ja, den gibt es glaube ich leider nicht mehr. Den wollte ich mir nachbestellen, gibt es aber nicht mehr von Smashbox. Ist das so ein Highlighter-Stick. Ihr seht, der ist schon super, super alt. Ich glaube schon 7 Jahre. Deswegen gibt es den auch nicht mehr. Aber ich habe es gehofft, weil der so schön ist. Also es ist so ein Highlighter-Stick. Schaut mal. Zum Rausdrehen. Und guckt mal, ich habe den ja komplett aufgebraucht. Also man konnte den richtig hoch rausdrehen. Und ich habe den so oft verwendet. Riecht auch nicht mehr gut. Aber schaut mal, seht ihr das? Nee. Ja, sieht man jetzt auch nicht. Ist halt so ein, seht ihr das hier? So ein richtig schöner, glänzender Highlighter gewesen, egal ob so fürs Innere, fürs Auge oder auch halt zum Highlighten. Schade, dass es den hier nicht mehr gibt. Ich glaube, da gibt es jetzt neue Varianten. Da muss ich mal gucken, ob es irgendwie so eine ähnliche Farbe noch gibt, weil finde ich sehr schade. Den fand ich sehr gut, diesen Stick. Der hat auch sehr lange gehalten. Dann habe ich von Estee Lauder einen Lippenstift. Von Estee Lauder, der ist auch schon sehr alt. Guck mal, sieht auch richtig toll aus, finde ich hier mit der Farbe. Der Pure Color 01 Crystal Baby. Ja. Ja. Weiß nicht, ob der noch gut ist. Riecht ein bisschen seltsam. Ich glaube, der hat aber schon immer so gerochen. Ja, ist halt auch so ein Rosé. War auch nicht gerade günstig, ja. Aber die Farbe fand ich da auch sehr schön damals. Das ist der hier oben. Sieht man in der Kamera wahrscheinlich gar nicht so. Ja, aber auch sehr, sehr schön. Also von Estee Lauder würde ich mir auch nicht mehr kaufen preislich, aber... Viele Dinge waren halt da mal schön, so wie der von Tom Ford und so weiter. Dann habe ich hier von der Douglas Eigenmarke. Von Douglas habe ich hier diesen Bubble Candy. Ich glaube, das ist ein Pflegestift mit Farbe Bubble Candy. Sieht auch schön aus mit der Verpackung. Habe ich auch gut benutzt. Gott, ich habe schon gar keinen Platz mehr. Na, hier ist eine schlechte im Moment. Sieht man jetzt gar nicht so. Der riecht, ach ja genau,
Würde ich mir auch nicht nochmal kaufen. Der riecht nach Pfefferminz und soll so einen Plumping-Effekt geben. Brennt natürlich auch auf den Lippen. Was heißt brennt? Prickelt wie Pfefferminz eben. Das ist der hier. Der hier ist das. Also sieht halt so Lipgloss-mäßig aus, klebt sehr, riecht nach Pfefferminz, prickelt auch und ja, glänzt halt so rosamäßig, glossmäßig. Ich brauche ihn noch auf, aber ach, Pretty Shiny Lip Balm steht ja auch drauf. Sieht schön aus vom Packaging, aber würde ich auch nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier schon wieder von Catrice diesen Eyebrow Designer. Da ist das Bürstchen schon ab. Ja, habe ich sehr, sehr viel und irgendwie immer wieder angespitzt und dann wieder neu nachgekauft. Hier habe ich von Alverde Naturkosmetik den Tinted Lip Balm. Den habe ich auch erst ein paar Monate, aber der ist auch schon fast leer. In der Farbe Candy Berry. Ja, der riecht super, super lecker. Ich habe da noch einen dunkleren. Wo ist denn der? Eigentlich, ich sage ja immer, wo der eine ist, ist der andere nicht weit. Aber ich glaube, den habe ich euch schon gezeigt. Der roch auch anders. Ja, also den Candy Berry. Und der riecht so lecker. So lecker nach Bonbon, ja, irgendwie nach Bonbon, nach Lutscher, der riecht nach Lollipop. Der riecht super lecker nach Lollipop und es ist halt auch so ein Lipbalm, jetzt habe ich schon keinen Platz mehr. Also man sieht ihn nicht. Man sieht ihn nicht, seht ihr da überhaupt was? Ja, also man sieht nichts, glaube ich, aber der riecht so lecker und ist halt so ein hellrosa, also ist einfach ein Lipbalm, der... Richtig lecker nach Lollipop. Oh, der riecht so lecker. Also ich möchte reinbeißen am liebsten. Der riecht so lecker. Und die rosa-rote Farbe habe ich jetzt schon oft verwendet. Dann habe ich den hier. Ich habe den in zwei Farben. Also einmal den ja, Candy Berry und dann noch so ein Dunkellila. Das Dunkellila ist ein bisschen besser pigmentiert. Das sieht dann auch lila auf den Lippen aus. Steht mir leider nicht. Deswegen habe ich den nicht so oft verwendet. Keine Ahnung, ob ich den noch aufbrauchen werde. Aber der Candy Berry, super. Und der riecht auch anders. Der dunkle, also alle von denen riechen ein bisschen anders. Und der hier riecht besser als der andere. Ja, den habt ihr ja bestimmt gesehen, irgendwo bei meiner Schminksammlung. Dann habe ich hier von Catrice noch, super, oh, kann ich wegwerfen. Also von Catrice den Prime and Fine. Ich glaube, das ist sogar noch die alte Version. Dieses, ja, das Puder einfach. Prime and Fine Nummer 010, transparent, ja, translucent. Also transparentes Puder. Waterproof und Spiegel hat es und hier unten seht ihr, ist nur noch bröckliges Zeug, verwende ich auch nicht mehr, ist alt. Gibt es auch schon eine neue Variante auf jeden Fall, glaube ich. Keine Ahnung, mit oder ohne Spiegel, aber das ist noch die ganz alte Version. Habe ich aufgehoben, weil ich dachte, ich glaube, ich fand den gar nicht so schlecht. Habe die neue Version aber noch nicht. Habe sie aber noch nicht, genau. Dann habe ich von der DM Eigenmarke Alverde Naturkosmetik einen Lidschatten. Ne, ein Highlighter, genau, ein Highlighter, der ist mir kaputt gegangen. Den muss ich pressen oder verwende ihn so, seht ihr. Das ist die Farbe der Holographic Rosé Highlighter. Holographic Rosé, wobei er gar nicht so rosé aussieht, sondern eher weißlich. Weiß ich auch gar nicht, ob er jetzt noch gut war. Muss ich mal nochmal gucken, wie ich den fand. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Dann von der DM-Eigenmarke Alverde Naturkosmetik, die Foundation. Ja, sieht schon sehr schlecht aus. Verwende ich auch nicht mehr. Die Perfect Cover Foundation and Concealer, Farbe 05 Porzellan. Ja, die hat hier so ein Stäbchen, so ein Plastik, ja, so ein Kamera ging aus, ja, so ein Plastikstäbchen oder auch Spachtel genannt, würde ich mal sagen. Und dann kann man sich das ins Gesicht auftragen und dann mit dem Pinsel oder mit dem Beauty Blender verblenden. Die ist sehr, sehr gut deckend. Also ich kann euch sagen, die ist super gut deckend. Also die ist so gut deckend, dass es danach aussieht, als ob ihr eine ganze Maske drauf hättet. Ich mag es ja, super deckend. Aber das ist selbst für mich zu extrem. Also ihr wisst ja, ich mag super, super dick und deckend, dass man gar nichts mehr sieht. Aber ja, das ist mir zu extrem. Die ist sowas von dick und... Es sieht danach einfach nicht mehr schön aus. Ja, vielleicht haben die mittlerweile eine andere Textur, eine andere Formulierung, aber fand ich nicht gut. Dann habe ich hier, oh ja, dann habe ich hier so ein Dreier-Set. Das ist hier, muss hier noch rein. Ach, hier sind nur noch zwei. Wo ist denn der dritte? Wahrscheinlich schon aufgebraucht oder irgendwo anders drinnen. Ich habe hier mal von Benefit diese drei Primer. Genau, von Benefit gibt es ja so von Benefit gibt es drei Primer oder mehrere jetzt schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese drei berühmten hier und ihr seht ja hier auf der Packung diese drei.
Und das ist die Mini-Version, da waren dann drei drin, dass man beide, alle drei mal so probieren kann. Und da dachte ich mir, ich bestelle mal diese Packung mit den drei kleinen Primern und dann kann man alle drei mal ausprobieren und schauen, welcher vielleicht der allerbeste für einen ist, um den dann mal in groß nachzukaufen. Ja, ich habe alle drei irgendwie noch nicht mal getestet. Ich weiß nicht warum. Der dritte fehlt. Welcher fehlt denn da? Der ganz, der rechte hier oder bei euch links. Ich weiß nicht, wie man es jetzt sieht in der Kamera. Der fehlt. Die anderen zwei habe ich noch. Und die sind irgendwie noch komplett voll. Schaut mal. Ich muss die mal testen. Ich glaube, die halten noch. Zumindest hoffe ich, dass es noch hält. Weil die ist auf jeden Fall auch schon über ein Jahr alt, die Packung. Also ihr seht, ich habe Sachen, die ich selber noch nicht getestet habe. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Leider nicht verlosen. Aber muss ich unbedingt mal noch ausprobieren. Ja. Oh, dann geht es weiter mit. Und da klebt Nagellack dran. Ja, werde ich auch nicht mehr verwenden, den Lippenstift. Der ist schon uralt von Astor. Guck mal. Auch vom Packaging, glaube ich, super alt. Schon der Soft Sensation in der Farbe 101 Silky Rose. Und er ist schon quasi komplett aufgebraucht. Kann man nur noch mit dem Lippenpinsel reingehen. Bin ich auch schon. Werde ich aber nicht mehr riskieren jetzt, weil der schon 2 Jahre oder länger alt ist. Ja, aber es ist halt so ein Rosé für den Sommer, was ich immer verwende. So glänzende Rosé-Töne, nämlich für den Sommer immer. Gibt es ja von sämtlichen Herstellern. Hier schon wieder einer von L'Oréal Paris. Komplett versaut außen. Dieser ja, Color Rich. Der hier. Und auch der ist komplett rausgekratzt mit allem, weil ich die nämlich wieder habe ich mir aufgehoben, weil ich den auch wieder nachbestellen wollte, genauso wie den anderen. Was ich bis jetzt noch nicht habe. Mal schauen, ob die Sachen auf die Liste wieder kommen zum Nachbestellen. Dann habe ich hier von Boho. Genau. Die italienische vegane Marke Boho Green Cosmetics, einen Lippenstift, Farbe 304, auch fast aufgebraucht, war in der Fairy Box. Kann ich nur empfehlen, Boho Green Cosmetics, das ist der, gut pigmentiert, ja, duftmäßig ist in Ordnung, neutral, gut pigmentiert, sämtliche Farben gibt es da, vegan, Naturkosmetik, super Produkt, nachhaltige Verpackung hier, aus Bambus, Papier, was auch immer, eine tolle Sache. So, dann habe ich hier von Zoeva diese, die gibt es glaube ich nicht mehr oder nicht mehr viele. Ich wollte mich eine wieder nachbestellen. Gibt es also nicht in dieser Farbe, das war jetzt nicht so meins. Zoeva, das ist die Farbe, Gottes Willen, Dare to Dream. Ja, wie auch immer. Das ist ein Lila, ich weiß nicht, was mich da, boah, die ist auch nicht mehr gut. Also diese, ach genau, die Pure Matte Lips. Von Zoeva Pure Matte Lips gibt es irgendwie nicht mehr. Schade, weil ich da einen, ach, da ist er auch. Ich sage ja, wo der eine ist, ist der andere nicht weit bei mir. Und ja, diese zwei hatte ich, habe auch noch einen dritten gehabt, aber der hier ist meine allerliebste Farbe. Man sieht es vielleicht komplett leer ausgekratzt, ausgetrocknet. Das ist jetzt nicht so meins gewesen. Beides sind diese Pure Velour Lips. Ach nee, Quatsch. Der hier ist Pure Matte Lips und der hier. Pure Velour Lips, mein allerliebster, und das ist Pure Matte Lips. Beide gibt es aber irgendwie nicht mehr, werden nicht mehr hergestellt, ich weiß es nicht. Ich habe es nirgendwo gefunden, online bei Douglas, wo es immer gab und so weiter. Da gibt es nur noch ein paar einzelne Farben, so Restposten und das war's dann. Super schade, weil der hier, oh, Pale Pleteur, weiß ich noch genau, Pale Pleteur, ist mein allerliebster Ton gewesen. Hier geht nichts mehr raus. Ja, riechen tut es auch noch eklig. Ich weiß nicht, warum ich immer an den ganzen Produkten noch riechen muss, aber. Ja, komplett ausgetrocknet, ist meine allerliebste Farbe. Jetzt habe ich zwar so ähnliche Töne gefunden, aber trotzdem an denen hier ist bis jetzt noch nichts dran gekommen. Also ich finde es sehr schade, ich heb den mir noch auf. Ja, mit viel Hoffnung, dass er doch mal irgendwann wieder kommt. Aber das ist meine allerliebste Farbe gewesen, ist so schön gewesen, dieser Liquid Lipstick und ja, naja. Gut, gibt es nicht mehr. Und dann habe ich diesen hier noch, keine Ahnung, warum ich die Farbe bestellt habe. Ist aber jetzt auch schon ausgetrocknet, nehme ich auch nicht mehr her, ja, guck mal. Wie bin ich auf sowas gekommen? Die sah online, glaube ich, anders aus. Schaut mal, das ist ein hell-lila. Ja, keine Ahnung. Kann ich auch nicht mal verwenden, weil der schon uralt ist. Aber ja. Naja, dann habe ich hier von Smashbox. Von Smashbox den Be Legendary Lippenstift. In der Farbe Prime Rose. Auch der ist fast neuer, den habe ich auch. Kann ich leider nicht verlosen, weil ich ihn auf den Lippen schon drauf hatte.
Vielleicht geht da mal in so, ich mache vielleicht auch ein Trash-Paket noch und dann stelle ich die Sachen, die noch gut sind, natürlich keine abgelaufenen alten Sachen, sondern Sachen, die noch nicht so alt sind, die noch gut sind, die ich aber im Gesicht verwendet habe. Ich mache aber dann die oberen Schichten ab und desinfiziere alles mit Desinfektionsmittel, mache die oberen Schichten ab und so weiter. Ja, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr so ein Trash-Paket gewinnen wollt. Ja, also den habe ich einmal auf den Lippen drauf gehabt, ist aber nicht so meine Farbe gewesen. Ich glaube, diese Smashbox-Dinger gibt es irgendwie auch nicht mehr. Oder nicht mehr alle. Das ist unten hier super gut pigmentiert. Ja, sehr schade mit der Farbe. Kann man aber auch nichts machen. Und dann sehe ich, ich habe noch einen Smashbox. Das ist wirklich so. Also der Audition, wo der eine ist, ist der andere nicht weit. Und auch das war nicht meins. Das seht ihr, ich habe ihn auch einmal auf den Lippen verwendet. Das ist dann diese Farbe. Das ist der eine Smashbox, den ich einmal getestet habe auf den Lippen. Das ist der andere Smashbox jetzt in der Audition. Das heißt, beide gehen in ein Trash-Paket mal, wenn ihr die gewinnen wollt. Ich glaube, diese gibt es auch nicht mehr. Wo ist denn jetzt der andere? Also diese Smashbox Be Legendary. Smashbox Be Legendary Lippenstifte gibt es, glaube ich, auch nicht mehr leider. Da hatte ich nämlich auch eine Farbe, die ich unbedingt wieder kaufen wollte. Ja, jetzt fällt es mir ein, von Be Legendary hatte ich auch eine Farbe, die ich unbedingt kaufen wollte. Gab es nicht mehr, wurde aus dem Sortiment genommen. Dann habe ich gedacht, ich probiere diese zwei Farben aus. Das waren so die Partnerfarben, so von der Farbreihenfolge vorher, nachher, was so einen ähnlichen Ton hat. Aber wie ich ja jetzt auch hier wieder sehe, beide haben mir nicht gepasst auf den Lippen. Deswegen geht das in ein Trash-Paket. Ja, schade, da ist auch die Farbe ausverkauft. Also ich habe immer irgendwie so Pech. Dann, ja, haben wir es auch schon fast. Hier ist einfach so ein Lippenpflegestift mit Farbe. Sieht auch nicht mehr so appetitlich aus. Ja. Dann eine Wimpernzange von Catrice. Eine Wimpernzange von Catrice. Verwende ich nicht, aber ja, verwende ich nicht, aber habe ich mal verwendet. Heb sie trotzdem auf. Vielleicht kann ich sie ja mal wieder gebrauchen. Dann habe ich hier von Catrice die True Skin Foundation in der Farbe 007 Cool Nude. Und ja, die ist mir leider zu dunkel. Ich muss mal gucken, wann ich die bestellt habe, gekauft habe. Dann gebe ich auch das zur Verlosung in ein Paket mit geswatchten Sachen. Ich habe es ja nicht direkt, also seht ihr, das ist komplett voll noch. Ich habe die nur einmal getestet von der Farbe, im Gesicht natürlich. Hat aber nicht gepasst, 007. Kamera ging jetzt kurz vor Schluss aus. Ich habe das Akku aufladen müssen. Habe mir noch die Hände gewaschen, einigermaßen zumindest. Und ja, wir sind jetzt bei der Foundation stehen geblieben von Catrice True Skin in der Farbe 007 Cool Nude. Die ist mir zu dunkel und ja, ihr seht ja, dass sie komplett neu ist, komplett voll noch. Und ich habe die nur, ist ja dieses Pumpding, somit kommt das nicht ans Gesicht. Ich habe das mit dem Pumpding nur auf die Hand gegeben und von da aus dann mit dem Beauty Blender, mit dem Make-up-Schwämmchen im Gesicht aufgetragen. Ist mir viel zu dunkel gewesen, deswegen, da ich es nicht mehr verwenden kann, ich mache das natürlich hier drumherum noch sauber. Ja, aber selbst bin ich da ja nicht rangegangen mit der Hand oder so. Deswegen kann ich das bedenkenlos zur Verlosung geben in ein Paket mit geswatchten Produkten. Könnt ihr also gerne gewinnen. Vielleicht passt die Farbe zu euch ja. So, dann die letzten paar Produkte noch. Von Grohn habe ich hier diesen Lipgloss, der war auch mal in der Fairy Box. Kann ich auch nur empfehlen, eine sehr gute Marke. Vegan, Naturkosmetik, ja, ist halt ein Lipgloss, wie gesagt, mit Farbe. Duftmäßig auch in Ordnung. Gibt es auch verschiedene Farben davon. Dann habe ich hier so einen von Manhattan, diesen Browtastic. Von Manhattan ist das einfach so ein, ja, so ein Highlighter-Stick eben. So ein Brow-Highlighter, könnt ihr entweder eure Augenbrauen so drunter highlighten, das Innere vom Auge oder so als Highlighter selbst. Den habe ich zweimal, deswegen kann ich den auch an euch verlosen. Also dieser Manhattan Browtastic, ihr seht, die Spitze ist komplett neu noch, habe ich mich zweimal. Ja, gebe ich auch zur Verlosung dazu. Dann habe ich hier von Art Deco die Nummer 512 Matte White. Einfach so ein Lidschatten, die haben wir diese einzelnen und ja, so als Base ist das sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch einen Highlighter, den behalte ich aber, weil das mein Liebstes ist. Das ist genau wie der von Manhattan jetzt. Dieser Browtastic, nur von BU. Und da wisst ihr ja, dass hier, also Magic Eyes, da gibt es Farbe 1, 2, 3. Das ist jetzt Magic Eyes 3. Magic Eyes 1 ist ziemlich weiß. Magic Eyes 2 ist so creme-beige-tonig, so wie der von Manhattan. Und Magic Eyes 3, der hier ist rosé und den habe ich ganz, ganz oft. Und das ist mein allerliebster. Da highlighte ich immer das Innere vom Auge. Dann von Benefit der Hoola Bronzer. Wer kennt ihn nicht?
Ja, von Hula, super alt, werde ich nicht mehr verwenden, weil der schon sehr viele Jahre alt ist. Ja, habe ich aber oft verwendet, ist mir aber leider auch zu dunkel. Da gibt es mittlerweile auch einen helleren Ton noch, habe ich aber nie gekauft dann wegen dem Preis. Also von Hula, diesen Bronzer, kennt ihr ja. Da ist der Pinsel drinnen und ja, hier unten der Bronzer. Ihr seht ja fast Hitzepen, wenn man das hier durchsieht. Ja, kann man vielleicht auch verwenden, aber ist mir auch zu dunkel und ja, habe ich halt jetzt noch so aufgehoben, ne? Was so ein Klassiker eben ist. Gibt es aber auch die helle Variante, keine Ahnung, ob mir die passen würde. Bin aber ja jetzt bei meinem Contouring-Zeug stehen geblieben, beziehungsweise hängen geblieben. Von Urban Decay noch einen Lippenstift. Sieht auch sehr schön aus, das Packaging. Der ist allerdings komplett leer und ich habe ihn komplett, nee, ein bisschen was ist noch drin. Also mit dem Lippenpinsel habe ich den wirklich fast komplett ausgehöhlt, weil die Farbe auch so schön ist. Und sehr gerne würde ich mir den wieder nachbestellen. Ich hoffe, dass es den noch gibt. Ich bin mir aber sicher, dass es den wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Der ist ja schon sehr, sehr alt, aber das war auch so eine Lieblingsfarbe von mir, dieser Urban Decay. Und ja, mal gucken. Ich suche mal alles zusammen und schaue mal, ob ich irgendwie was noch davon finden werde. Ansonsten muss ich mich davon ja wohl mal trennen, auch wenn das so schön stylisch aussieht. Dann von Charlotte Tilbury. Ja, dieser Pillow, also von Charlotte Tilbury, gibt es jetzt noch nicht so lange, also was heißt nicht so lange, schon sehr, sehr viele Monate, aber auch ich habe mich dazu hinreißen lassen, dieser Pillow Talk. Ja, er ist noch fast neu, muss sagen, ich bin eigentlich enttäuscht, also duftmäßig finde ich ihn nicht so toll, nicht so lecker und farblich. Ja, farblich ist es irgendwie auch nicht so meins. Also es sah auf den Bildern vom Auftrag, wo das jemand, also wo das einer drauf hatte auf den Bildern besser aus, auch geswatcht und so weiter. Und hier sieht das so, also es ist halt eine reine Geschmackssache. Er ist halt schön, aber er ist jetzt auch nicht so gut pigmentiert, finde ich, dass sich da der Preis auch lohnt für. Farbe ist jetzt auch nicht so was Besonderes. Und die Form, schaut mal, die Form finde ich schrecklich. Also es hat so eine ganz komische Form und es lässt sich ganz komisch auf den Lippen auftragen. Aber naja, jetzt habe ich ihn, werde ihn noch aufbrauchen, aber ja, fand ich jetzt nicht so toll. Ja, das waren jetzt alle Produkte endlich meiner Schminksammlung. Jetzt kann ich morgen alle Sachen hier schön einmal auskippen, sauber machen, die Sachen für die Tonne in die Mülltonne, in die Aschentonne schmeißen, die Verlosungsprodukte beiseite geben, meine Produkte wieder beiseite und ja, mal schauen, ob ich auch noch ein Trash-Paket mache. Das kommt aber dann demnächst erst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht gerne bei der Verlosung mit. Dafür bitte auf Instagram folgen und so weiter, dann seht ihr das. Und ja, ich würde mich sehr über ein Abo freuen, wenn mein Star ist. Bis zum nächsten Mal.